Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, ich werde heute für längere Zeit das letzte Tutorial machen. Und dafür gibt es Gründe. Der erste Grund ist der, ich habe jetzt hier 521 Uploads gemacht mit diesem Tutorial. Und wenn ich jetzt hier ein oder zwei Tage kein Tutorial hochlade, habe ich ja über 1000 Aufrufe weniger. Das ist es mir erstens mal nicht wert, weil ich mich dann dadurch getrieben fühle. Das ist nicht in Ordnung. Das Zweite ist, es kommen jetzt durch das, dass der Kanal immer bekannter wird, immer mehr Leute, die meine Videos nicht anschauen, sondern einfach aus Gründen ihrer Machtbefugnis, die ihnen YouTube gibt, einfach meine Videos schlecht bewerten. Und dazu habe ich auch keine Lust. Dazu habe ich viel zu viel harte Arbeit in diesen Kanal gesteckt, als ich angefangen habe. Ja, dann habe ich mich sofort mit GIMP 2.9 angefangen vor 3 Jahren und habe mir die größte Mühe gegeben, wirklich Photoshop-Tutorials so umzubauen. Habe tagelang gegrübelt, wie kann ich das machen? Wie kann ich retuschieren, wie die Leute in Photoshop oder ähnlich zumindest mit den Methoden, die mir damals GIMP 2.9 erst zur Verfügung gestellt hat. Und es waren weniger als heute logischerweise und so weiter. Mir viel Mühe gegeben, Photoshops Tutorials zu extrahieren. Das hat vorher in der GIMP-Community hier auf YouTube keiner fertiggebracht. Alle haben sie nur irgendwelche Herzchen zusammengebastelt mit einem Schriftzug oder eine Schrift am Pfad entlang und so weiter. Das braucht man natürlich auch, das ist alles gar keine Frage. Aber sagen wir mal, so wie ich das gemacht habe, hat vorher keiner fertiggebracht. Ja? Und scheinbar ist es auch so, dass die meisten Leute heute noch erwarten, dass man mit GIMP eben Weihnachtskarten für die Oma macht. Ne? So mit 3 Strichen und ein Herzchen drauf und liebe Oma, alles Gute. Aber dafür, ja, finde ich, ist GIMP mittlerweile nicht mehr gemacht, sondern GIMP ist mittlerweile ein professionelles Gerät oder Programm, dass man wirklich auch für solche Dinge benutzen kann, wie ich sie gemacht habe. Und ja, wie gesagt, das alles hat mich jetzt dazu bewogen, nach 521 Tutorials zu sagen, stopp, jetzt ist erstmal Pause oder Ruhe oder ich höre ganz auf. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn GIMP 2.10 als stabile Version herauskommt, mache ich vielleicht mal noch das eine oder andere Tutorial oder wie auch immer. Aber ich werde jetzt erst einmal mit dieser Geschichte hier aufhören, weil, wie gesagt, es hat keinen Sinn. Ich habe, wie gesagt, viel zu viel Arbeit hier hineingesteckt und ja, habe keine Lust darauf, dass man mir hier den Kanal kaputt macht, indem man einfach ja, mir komische Briefchen schreibt und meine Videos aus Eifersucht oder irgendwas schlecht bewertet oder wie auch immer. Habe ich keine Lust drauf. Also, heute gebe ich nochmal allen die Chance, mir einen Daumen runter zu geben. Ja, wahrscheinlich haben die daheim nichts zu sagen bei ihrer Frau oder. Selbst gehen sie noch in die Schule, schreiben lauter Sechser, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ihr dürft dann ruhig die Daumen nach unten machen, kein Problem, ne? Das passt dann auch zu euch. Ne? So, gut, ich werde heute einen VSCO oder Visco-Effekt erstellen. Visco ist eine Firma, die das gemacht hat, und zwar in der Zeit vom analogen zum digitalen Film. Also sie haben analoge Filme zu digitalen Filmen, wie sagt man, transformiert, ne? Also Filmlooks sind das, ja, Filmlooks. Und dazu habe ich jetzt hier diesen alten Ferrari gerichtet. Den findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt, was ich jetzt mache hier. Und ja, wir beginnen einfach damit, dass ich die Ebene hier einmal dupliziere. Ich schalte die untere Ebene aus, gehe als erstes einmal auf Farben, Werte und hier nehme ich bei den Werten in der Mitte einen Wert von 0,65 und bestätige mit OK. Weiter in diesen Schritten sozusagen, die ich machen werde, werde ich jetzt hier arbeiten mit Farben, Dynamikkompression und dann werde ich hier nehmen den Reinhardt 2005 mit folgenden Werten. Und zwar hier im ersten Wert werde ich eingeben minus 68. Bei der chromatischen Adaption hier werde ich einen Wert eingeben von 0,265. Und bei der Lichteradaption hier werde ich eingeben 0, wo sind wir denn hier, 385 und bestätige mit OK. Und wir sehen jetzt schon hier erst einmal einen gewaltigen Unterschied in der Darstellung des Bildes. Okay, so, jetzt werden wir
eine Ebene machen, und zwar wenn wir jetzt einen Sampler-Haze-Effekt erstellen, der eben zu diesem Thema hinzugehört. Dazu gehen wir auf Modus hier nur aufhellen, ja, und nehmen die Vordergrundfarbe. Wo sind wir hier? 50 4F 4F 50 4F 4F bestätigen hier mit OK und natürlich hier mit OK. Und ja, rechte Maustaste nach unten vereinen. Im nächsten Schritt werden wir mit einer Farbebene arbeiten. Das heißt, wir werden jetzt hier hingehen und werden erst einmal hier wieder unser Feld öffnen, stellen hier unseren Ebenenmodus auf Exclusion und nehmen hier die Farbe 8240000, ja, und bestätigen mit OK. Das ist hier so ein Braun. Und bestätigen mit OK. Und gehen hier zurück auf 20% maximal. Ja, vielleicht, ja, 20% ist soweit, finde ich einfach auch in Ordnung. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Und jetzt werden wir hier noch arbeiten, und zwar mit einer Kurve. Dazu gehen wir auf Farben, Kurven. Und ich habe mir diese Kurve hier schon mal abgespeichert. Und zwar habe ich die genannt Visco-Kurve. Und so sollte sie aussehen, dass wir hier praktisch von unten bei der ersten Linie hier erst einmal bis hierhin gerade gehen. Wir können das hier noch so ein bisschen nach unten ziehen müssen, muss aber nicht sein, lasse ich so stehen. Und die sollte in etwa so aussehen wie diese Kurve hier. Ich setze das nochmal zurück oder breche es ab. Farben, Kurven, gehe hier auf meine Visco-Kurve und bestätige mit OK. Das war jetzt einmal soweit der erste Streich. Und im Grunde genommen wären wir auch fertig. Wir können jetzt hier hingehen, können das Ganze noch ein bisschen verbessern, unscharf maskieren und können natürlich hier bei Farben, Werte, das Ganze hier unten in diesen Bereichen noch ein bisschen aufhellen, wenn wir das wollen. Und hier noch ein bisschen aufhellen. Und ja, ein bisschen hier noch ein bisschen aufhellen. Das war vielleicht zu viel. Nehmen wir das wieder zurück, zurücksetzen und machen das einfach hier noch so ein bisschen. Und dann haben wir hier unseren Effekt, den wir uns gesucht haben vorhin, über den ich gesprochen habe, diesen Visco-Effekt. Wir können auch hier noch ein bisschen mit den Kurven nacharbeiten, dass wir das noch so ein bisschen aufhellen. Und ich würde sagen, können wir das noch einmal duplizieren hier unten. Und schauen wir noch einmal, ob wir hier mit 50% hier drüber, das ist zu viel. Nehmen wir uns mal hier Standard und gehen mal zurück hier auf 80% oder 85%. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Und ja, das war mein Vorschlag für diesen Visco-Effekt. Macht's schöner, macht's besser, nehmt andere ja, Vorlagen. Schaut euch auf YouTube um in der Photoshop-Community. Da gibt es diesen Visco-Effekt des Öfteren zu sehen. Nehmt die andere Tutorials zum Vorbild. Nehmt euch andere Vorbilder. Und ja, wie gesagt, das wird heute mein letztes, vorerst letztes Tutorial gewesen sein. Ich danke allen, die mich mögen und mir die ganze Zeit hier Unterstützung gegeben haben, die mir positive Kommentare geschrieben haben, die auch mal ja, freundliche, menschliche Kommentare geschrieben haben und mir Mut gemacht haben immer wieder. Und ja, nach 521 Tutorials ist heute erst einmal ein Schlussstrich zu ziehen. Und ich hoffe dennoch, dass vielleicht noch ein paar Leute mich weiter abonnieren. Man weiß es nicht. Wie gesagt, mit GIMP 2.10 komme ich vielleicht auch mal wieder. Ansonsten wünsche ich allen meinen Abonnentinnen und Abonnenten und Gästen und Leuten, die hier dieses Tutorial sehen, eine schöne Zeit. Sie sollen gesund bleiben in ihrem Leben und ja, lange leben vor allen Dingen. Und ja, das wünsche ich. Herzlichen Dank fürs Schauen und macht's gut. Bis die Zeit.